Und die Bilder des Tages, Tatjana, die beginnen wir heute Morgen mit ungewöhnlicher Mode aus Südamerika. Zyklopen-Style. Mode nicht für jedermann. War mal modisch. Jetzt ist es eine kaputte Plastikpuppe, die von Kindern im Rahmen eines Umweltschutzprojektes in Kolumbien eingesammelt wurde. Keine Mode, sondern Notwendigkeit. Ein Abfallsammler in Addis Abeba in Äthiopien. Modischer Haarschnitt. Ukrainische Militärangehörige, die von Friseurinnen einen kostenlosen Haarschnitt erhalten. Wird immer modischer, Tiere, die vermenschlicht werden in Bogota in Kolumbien. Aus der Mode. In Lübbenau in Brandenburg ist die Post ein letztes Mal in diesem Jahr über den Wasserweg gekommen. Ab sofort erfolgt die Zustellung auch hier per Transporter.